Einen wunderschönen guten Abend. Servus, Servus Michelle. Einmal eine ganz kurze Frage. Ist die Kameraqualität jetzt besser? Hallo Stubi, hallo Falco, hallo Veit. Ich habe nämlich heute festgestellt, dass ich die ganzen letzten Streams die Kameraeinstellung irgendwie auf minderwertige Qualität hatte. Ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Kann das sein? Ja, jetzt ist die Cam auf jeden Fall gut. Besser als beim letzten Mal. Da war es nämlich nur 720 FPS. Ne, 720p. So. Ja, Hans Meiser, heute auch mal wieder spontan live. Ich bin noch so ein bisschen am Testen, ob ich eher jeden Mittwoch live gehen soll oder jeden Samstag. Weil ich glaube, Samstag ist ein bisschen sehr überlaufen, oder? Ja, Stubi, das Problem ist, bei OBS, ich habe da aus Versehen Voreinstellungen ausgewählt, also Voreinstellungen angehakt und habe nicht selbst ausgewählt, dass ich die Qualität halt auf höchste Auflösung haben will. Was, du schaust immer auf 480p. Ja, sagt mir doch mal, was ihr besser findet. Eher samstags live oder eher mittwochs live? Oder beide Tage? Weil, wie gesagt, ich habe ein bisschen die Bedenken, dass Samstag halt sehr überlaufen ist. Schönen guten Abend an alle, die jetzt noch mit dazugekommen sind. Beide Tage. Okay. Ja, dann machen wir doch beide Tage. Erstmal vorübergehend. Stubi schreibt mittwochs. Mir ist egal. Ja, okay, das ist blöd, wenn du Spätschicht hast, klar. Sonntags statt Samstags. Sonntag geht der Tobi live. Da will ich nicht dazwischen funken. Wir sprechen uns so ein bisschen ab, dass wir uns halt nicht gegenseitig in die Quere kommen. Ist mir schon ein bisschen blöd, wenn zwei, drei von uns Aquascape oder Aquaristik-YouTuber online sind. Ja, also Q&A-Livestream ist klar. Irgendwann gehen die Fragen aus. Gizmo, könntest du mal aufhören, dir die Klöten zu lecken? Das hört man, glaube ich, im Mikrofon. Sorry. Ja, einmal die Woche. Ja, aber was für ein Tag? Also Mittwochs oder Samstag? Ja, doch. Mittwochs oder Samstags? Hängt der Stream? Ne, hängt nicht. Ja, los, sagt mal an. Oder habt ihr irgendwelche Fragen oder sonst irgendwas? Jeden Tag wäre gut. Ja, mache ich einen auf Unge oder was? Jeden Tag 20 Uhr. Schauen wir einfach mal, wir waren jetzt mal wieder mittwochs und samstags und dann schauen wir einfach mal, wo mehr Leute online sind. Und dann entscheide ich. Ob die Juwel Helalux zu empfehlen ist, wenn nicht, welche für ein Juwelbecken zu empfehlen. Die Helalux, es kommt darauf an, was du vorhast in dem Becken. Also stark gepflanztes Becken mit der Helalux eher kritisch. Ansonsten, was gibt es denn für Adapterplatten. Was halt sehr gut ist, ist auf jeden Fall eine Daytime. Da gibt es ja Adapter für alle gängigen Aquarien. Aber wie gesagt, die Helalux ist für ein normal bepflanztes Becken ist die ausreichend oder für ein stark bepflanztes Becken, also das viel Licht braucht, eher nicht so. Blue Shrimp and Fish. Ja, Twitch habe ich auch schon überlegt. Nur auf Twitch habe ich noch keinen einzigen Abonnenten. Nennt man das Abonnenten? Keine Ahnung. Vielleicht müsste ich mir mal so ein bisschen Reichweite aufbauen, dann wird sich das lohnen, ja.
Also ich muss echt sagen, egal. Achso, Hans Meiser, ja. Wie gesagt, bei dir ist es egal. Du bist da, wenn du da bist. Darfst du Näheres zu den neuen Paludarien sagen? Das Kleine habe ich ja schon im Auge. Zu den neuen Paludarien, ein bisschen was kann ich dazu sagen. Was hast du denn für Fragen? Ob ich auch ein Terrarium habe? Nee, habe ich nicht. Hi Mel. Das zwischen den Kallaxingern an der Wand, das Kleine. Ja, was habt ihr da für Fragen davon? Also darüber. Ja, Michael, die Befürchtung habe ich halt auch. Wobei, Gerrit, falls ihr den kennt, ist auch ein Gamer und der macht für Dennerich, der ab und zu mal Nanocubes auf Twitch ein, habe ich gehört. Okay, es haben doch einige die Helalux am Start. Wie gesagt, ich habe die bis jetzt nur zweimal in den Becken gesehen. Da war es nicht so stark bepflanzt. Aber okay, wenn ihr das sagt. Hallo Mareike. Schönen guten Abend. Welche meine Lieblingsrotala ist? Die Hara und die Orange Juice. Stubi, wegen den Paludarien. Wann die auf den Markt kommen, wir sind dran. Wie gesagt, das sind jetzt noch die Prototypen. Da müssen noch so ein paar Sachen abgeklärt werden. Und ja, wenn das durch ist, ich denke mal so, ja, in 8 Wochen ungefähr. Schätze ich. Kann aber auch noch ein bisschen länger dauern. Pflegeaufwand ist bis jetzt eigentlich gar nichts. Wie gesagt, ich habe ja, ja, so ein Wasserfall da reingebaut. Und das Ding regelt sich eigentlich von alleine. Wie gesagt, da ist so eine Zeitschaltuhr drin, die schaltet sich automatisch an, automatisch ab. Die Benebelung geht automatisch an und aus. Die Pumpe läuft halt durchgehend. Aber der Pflegeaufwand ist bis jetzt. Ich habe zweimal Wasserwechsel gemacht jetzt in der Zeit, wo ich es hier stehen habe. Ist schon wieder viel zu schnell. Zu den Kosten kann ich auch noch nichts sagen, aber es wird auf jeden Fall günstiger als Doha. Ja, das ist schon, das steht schon mal fest. Also, ihr bekommt auf jeden Fall mehr fürs Geld, als wenn ihr was bei Doha, von Doha holt. Andreas, habe ich schon mal ein volles Stück durch 60F, nee, ein 60er Becken umgesetzt habe. Tipps dazu. Ja, also wenn du es umsetzt, wie gesagt, willst du es in ein anderes 60er reinmachen oder wie? Sollst du auf jeden Fall ein bisschen Wasser aufheben, die Fische zwischenlagern. Hast du vielleicht im letzten Video gesehen, was ich schon gemacht habe darüber. Bodengrund, wenn du Säul reinmachst, auf jeden Fall darauf achten, dass du das Becken erst einfahren lässt, weil der Säul halt Ammonium abgibt und das damit halt für die Fische nicht so dolle wäre. Ja, wie gesagt, in der Einlaufphase auf jeden Fall machen. Wenn du alten Bodengrund benutzt, dann brauchst du es nicht. Ich würde auf jeden Fall den alten Filter dran machen, den Filter vorher nicht sauber machen. Und ja, den alten Filter, wie gesagt, weiterlaufen lassen. Somit läuft das Becken halt schneller ein. Hast du ungefähr eine Einlaufphase von einer Woche. Achso, klar, Wasser raus. Sind ja trotzdem noch 12 Liter Säule. 15 Kilo Scheiße da oben. Ja, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe. Was ist wichtiger, CO2 oder eine LED hat zurzeit T5? LED ist kein Muss, es ist ja früher auch gegangen mit Röhrenbeleuchtung. Aber CO2 ist halt fürs Wachstum von den Pflanzen auf jeden Fall von Vorteil. Guten Abend, Julian. Ich will auch gerne ein Spektrum holen. Das Problem ist nur, dass ich mindestens zwei bräuchte, da ich so viele Pflanzen habe. Ja, Malte. Ich glaube, eine ist ja meiner Meinung nach eh zu wenig. Steven Schulz, moin, ich habe mal eine Frage. Ich habe ein 25 Liter Nano-Aquarium und Dünge mit Aquarebell. Am Anfang hat das ein bisschen Phosphat gehalten und so unter da. Jetzt ist nichts mehr nachweisbar, nachdem ich es rein tue. Dann hast du, wenn der Phosphatgehalt sehr schnell runtergeht, dann hast du halt sehr viele Verbraucher drinne. Boah, Leute, ich bin gerade voll im Chat verrutscht. Wo waren wir denn jetzt?
glaube, die letzte Nachricht, was ich gelesen habe, Hans Meiser, oder wann kommt ein Video und so weiter. Also ich glaube, der Stream hängt nur bei dir. Bei mir steht sehr gute Verbindung, Michelle. Zoba Player, moin Meister. Meerwasser-Aquaristik-Kanal. Na, alles fit? Richard Balz, was mit dem alten Aqualudarium geworden ist aus dem alten Studio. Ey, du wirst lachen, das steht bei meinen Eltern noch im Keller. Also, zwar auseinandergebaut, also nichts mehr mit Pflanzen drin, aber der Oberteil, der steht noch bei meinen Eltern im Keller. Vielleicht könnte man da mal wieder so ein Revival machen, mal schauen. Aquarügenscaper, Servus, alles fit? Michael, vielleicht sind die Berge bei euch im Weg. Grüße gehen raus nach Österreich. Ach so, Andreas, das Becken von einem auf den anderen Schrank setzen. Alles easy. Musst halt nur aufpassen, dass es nicht irgendwie unten durchbricht. Ja, also wenn du es nur von einem Becken, von einem Schrank auf den anderen drauf hebst, ja, dann passiert da eigentlich nichts, wenn du das Wasser komplett rauslässt. Also ich hab auch schon Becken getragen, die, ja, sagen wir mal, bestimmt 40 Kilo gewogen haben. Zum Beispiel auf Messen transportiert und so. Aber in der Regel dürfte da nichts passieren. Servus Tim. Ich glaube, was der Preis angeht, das Kleine, was du jetzt mal eingerichtet hast, schon ganz toll durch den Diode zwischen dem. Was? Was? Hans Meiser, ich verstehe gerade nicht, was du da schreibst. Das glaube ich auch, was den Preis angeht, das Kleine, was du jetzt mal eingerichtet hast. Ach so, so meinst du das wegen dem Preis? Ja, wie gesagt, ich kann zum Preis noch nichts sagen. Also das muss noch kalkuliert werden, da muss noch ein bisschen abgeklärt werden, aber es ist definitiv günstiger als Door, ja. Finnes Fishing Germany, der Tropical Soll geht sofort. Du meinst, dass man den sofort wieder Fische reinmachen kann? Nee, der ist genauso wie der Ada Soll. Sollte man immer vorsichtig sein, weil wie gesagt, im Soll, wenn die frisch drinne sind, kommt immer Ammonium zustande. Und das ist für die Fische nicht so dolle. Jetzt ist der Chat schon wieder gesprungen. Wo sind wir denn jetzt? Fabio, kann man direkt Fische reintun, wenn man den alten Filter nimmt? Direkt würde ich es nicht machen. Wenn es nicht anders da geht, dann schon, aber dann halt viele, viele Wasserwechsel machen, also viele große Wasserwechsel. Hans Meiser LED finde ich, ist Optik und RGB und so weiter. Verbraucht natürlich alles besser als T5. Ja, da hast du recht, Hans Meiser, mit dem LED T5, T8 Vergleich. Moin, Frage, ich hatte Rostkrankheiten, habe die Tiere jetzt isoliert, im Becken neu aufgesetzt, haben wir Filter wieder eingesetzt. Wird kein Problem sein, oder? Rostkrankheit? Du, bei Fischkrankheiten und sowas, dann musst du einen Tobi von Tobis Aquaristik-Exzessen fragen, da habe ich keinen Plan von. Tim Herweg, wann das Video über die eingesendeten Aquarien kommt? Ich habe letztes Jahr, oder war das zu Silvester oder sowas, habe ich noch mal eins gemacht. Und ja, ich habe noch ein paar auf dem Rechner, beziehungsweise in meinem E-Mail-Postfach. Wenn ich mal Zeit habe, schneide ich die zusammen. Und momentan ist es ein bisschen stressig, weil ich ja zwei Videos die Woche mache und beim Thomas immer noch am Filmen bin. Aber wenn mal wieder ein bisschen Luft ist, ich ein bisschen vorproduziert habe, kommen auf jeden Fall die Videos auch noch. Steven Schulz, hast nur Rotalahara und Monte Carlo drin. Das ist nach 3 Stunden schon nicht mehr nachweisbar. Ja, das ist echt komisch. Dann eich doch mal deinen Test und guck mal, vielleicht ist der Test abgelaufen. Also, das ist der Fall mal abgelaufen, dass der halt nicht mehr irgendwie richtig testet. Das kann auch sein. Stubi, wo du Aquarienpflanzen in E-Messer Form her bekommst, wenn du bei Aquascape oder bei Garnelio dienstags bestellst,
also Topfpflanzen bestellst, sind die hundertprozentig eben erst aus der Gärtnerei, die waren vorher noch nicht im Wasser. Weil wir bekommen die immer dienstags angeliefert und die werden dann direkt rausgeschickt. Also wir bekommen die direkt aus der Gärtnerei und die werden direkt an den Kunden dann geschickt. Also hier auf aquascape.de oder auf Garnelio, lieber auf aquascape.de natürlich, ist ja mein Shop, da bekommt ihr Pflanzen direkt aus der Gärtnerei eben erst. Hans Meiser, ob die Eingangstür hinter mir zu ist? Heute ist sie zu, ja. Mein Vermieter ist heute auch nicht da, der ist arbeiten. Malte geht essen. Ciao, mach's gut. Finest Fish in Germany, alle 3 Tage Wasserwechsel, die ersten 2 Wochen. Ja, klar, kann man machen. Das ist halt ziemlich stressig und man darf es halt auch nicht vernachlässigen dann, ja. Reike, deine Fische sind immer noch krank. Was haben sie denn? Ach, der Nico ist auch da. Servus, Nico. Ja, wie gesagt, alle 3 Tage. Wie viel Wasserwechsel hast du gemacht? 80% oder weniger? Jetzt irgendwas überlesen im Chat? Ne, anscheinend nicht. 50%. Ajo. Das geht. Ich gucke nur gerade, ob ich irgendwas überlesen habe. Ja, wie gesagt, das mit dem Phosphatgehalt von Steven Schulz. Ich würde halt mal gucken, wie gesagt, ob die Tests, die Wassertests vielleicht abgelaufen sind, weil dann kommt es manchmal zu Fehlinformationen. Ja, und weiter. Also ich mache eigentlich in den Anfangsphasen, also wenn ich ein Becken neu einrichte mit Soil, wo viel Soil drin ist. Kennt ihr ja vielleicht aus den Videos, mache ich meistens einen 80-90%igen Wasserwechsel alle 2 bis 3 Tage. Hat einfach den Hintergrund, weil ich halt auch nur mal sicher gehen will, dass auch keine Algen entstehen, weil wenn du viel Wasserwechsel machst, entstehen halt keine Algen. Das ist halt Fakt. Ob bald ein Video zu den Paludarien kommt, zu den Prototypen? Ja, kommt, sobald die Testphase abgeschlossen ist. Die Videos sind schon ja, eigentlich abgedreht. Nur, die kommen halt erst online, kurz bevor der Release von den Paludarien ist, weil vorher wäre es halt ein bisschen doof. Daniel Metz, wie du die Bartalgen wieder losbekommst. Bartalgen und Pinselalgen, das ist echt ein schwieriges Thema. Was du probieren kannst, ist auf jeden Fall die Strömung mal ein bisschen umstellen. Das hilft manchmal. Dann ein bisschen mehr CO2 geben. Aber aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Dann kannst du mit Easy Carbo Einnebelmethode versuchen, die loszubekommen. Aber wie gesagt, Bartpinselalgen ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Netzpinselalgenfresser einsetzen, wenn das Becken groß genug ist. Amanos gehen eventuell auch dran. Kannst mal Piano-Schnecken probieren. Ja. So, wo sind wir denn? PSK, du machst wöchentlich nur kleine Wasserwechsel, du hast eine gute Filterung. Das hat mit der Filterung nichts zu tun. Es kommt auf die Nährstoffe, den Nährstoffüberschuss drauf an. Ob ich demnächst auch chemische CO2-Anlagen im Sortiment habe. Was sind chemische CO2-Anlagen? Das stimmt gar nicht. Ich benutze eigentlich
letzter Zeit, also in letzter Zeit gar nicht so viel Säule. Also bei dem Becken, was ich da hinten jetzt gemacht habe, habe ich auch nur, keine Ahnung, so zwei, drei Hände voll benutzt. Aber erst recht bei den großen Becken, ja, da ist es manchmal echt nicht wenig. Jetzt in einem neuen Steine-Video, dass es schon dunkler Pagode auch große Stücke gibt, finden die überall nur kleine Stücke. Wo gibt es denn die großen? Scalper 2020 wegen den großen Pagodestücken. Ey, das ist schwierig zu bekommen, aber die meisten Großhändler, die echt nur einen kleinen Brocken haben. Ich hatte die auch bis jetzt nur einmal, ich glaube, auf der Interzoo von Aqua Deco in großen Brocken gesehen, aber ich kann mich mal umhören. Vielleicht, ja, vielleicht kriegen wir die irgendwie mal bei, dass wir davon größere Brocken halt organisieren können. Steven Schulz, wenn der Test neu ist und die Pflanzen gut wachsen, ja, wie gesagt, dann kann es echt sein, dass du vielleicht wirklich einen hohen Verbrauch hast, dass die anderen Nährstoffe in einem Ungleichgewicht waren durch den Phosphat, durch die Phosphatzugabe jetzt ja sich das Nährstoffgleichgewicht eingestellt hat und dadurch halt ein höherer Verbrauch ist. Kann es sein, dass deine Pflanzen 0,4 Phosphat an Tag verbrauchen? Ja, kann passieren. Richard Balz, vielleicht nicht die passende Frage zum Scaping, aber wie erlöse ich einen Zierfisch auf die humane Art, meinen Zwergkugelfisch? Das ist ziemlich Dresche bekommen. Also, da ich ja einen Paragraph 11 habe, nach Tierschutzgesetz, das ist dieser Schein, dass du halt Fische verkaufen darfst, und da lernst du unter anderem auch bei dem Schein, wie du Fische erlöst, also tötest. Es gibt zwei gängige Methoden, es gibt noch mehrere, aber zwei, die im Zoofachhandel angewendet werden. Das ist einmal entweder mit Nelkenöl, dass die halt in ein Wasserbad kommen, wo dann Nelkenöl überdosiert reingetröpfelt wird. Dadurch werden die, ja, verlieren die das Bewusstsein und sterben dann halt an der Überdosis. Oder die brutalere Art und Weise ist der Genickschnitt, das heißt, du schneidest mit einer Schere, ja, den Kopf ab. Hört sich brutal an, ist aber die, ja, gängige Methode, um einen Fisch zu erlösen. So, wo sind wir jetzt? Natron, Zitronensäure, chemische CO2-Lagen. Ey, für diesen chemischen CO2-Lagen bis jetzt, ich habe da echt noch keine Ahnung von. Muss ich mich mal informieren, muss ich mich mal schlau machen. Natron, Zitronensäure. Ich weiß, dass das funktioniert, aber ja. Ich erkundige mich mal und lasst es euch dann wissen. Bertolt Sanders, Servus. Marcel H., wie du Fadenalgen wieder los wirst, die Wasserwerte sind alle super. Wenn die Wasserwerte alle super wären, hättest du keine Fadenalgen. Meine Meinung. Was ist denn deiner Meinung nach alle super? Zähl doch mal auf. Also Nitrat, Phosphat, Kalium und Carbonathärte brauche ich mal von dir. Da kann ich dir sagen, ob die super sind. Natron und Zitronensäure. Natron und Zitronensäure. Tobi hatte eine gekaufte Anlage. Ja, wie gesagt, kann ich mich mal informieren. Jako, ja, nee, ja, Jaok 91, wie du von der Innenscheibe Kalk entfernen kannst. Ja, mit Zitronensäure geht das. Haben wir letztens auch beim Thomas gezeigt, wie wir das Becken sauber gemacht haben. Steven Schuld, also in meinem 500 Liter Becken haben wir Springschwänze seit kurzem. Kommen die oft vor und sind die schädlich? Springschwänze sind eigentlich nicht schädlich, das ist eigentlich Futter. Also wenn du Fische drin hast, dann sind die eigentlich ruckzuck wieder weg. Glaube ich. Weil, ja, Fische fressen die ja. Aber ich habe nochmal eine Frage an euch. Und zwar werde ich am, ja, ich glaube morgen oder sowas mache ich das 60F weiter. Also ich war ja nicht ganz fertig mit dem Hardscape.
Da werde ich das Hardscape zu Ende bringen und dann bin ich am Überlegen, was ich für Pflanzen reinmache. Habt ihr irgendwelche Vorschläge oder irgendwelche Wünsche, was ich mal bei Aquaflora ordern soll, was es vielleicht noch nicht so oft gibt oder was euch mal interessiert, wie es vielleicht wächst oder so? Ja, ob du beim Wasserwechsel auch die Hälfte destilliertes Wasser benutzen kannst. Wenn das destillierte Wasser, wenn da so ein Fischsymbol drauf ist oder so ein Aquariumsymbol, dann kannst du das machen. Ist klar, kein Thema. Dann ob das Wasser weicher. Aber destilliertem Wasser immer aufpassen. Es gibt zwei Sorten. Es gibt einmal das, was für Aquarien geeignet ist und einmal das, was glaube ich für Autobatterien oder sowas ist. Das sollte man nicht ins Aquarium kippen, weil da irgendwas, ich glaube, da ist irgendwas noch mit drinne, was ja die Fische nicht vertragen. Stubi, also wegen der, immer noch wegen der chemischen CO2-Anlage. Ja, wie gesagt, ich erkundige mich da mal und wenn es die irgendwo gibt, dann besorgen wir die mal. Wenn die Dinge was taugen, was hat da jemand schon Erfahrung von euch damit? Bringen die was, also taugen die was? Gizmo, musst du jetzt deinen Knochen da unten fressen? Hallo? Also wenn es hier so ein bisschen knackst, Gizmo frisst einen Knochen unter dem Tisch. Die Anlage Aquacrow. Tim Herwig, Eschen und Doris aufkamen. Hä? Eleocharis Mini. Parabuzzo Valantran, Eschen und Doris Aflame. Die Aflame, die schwarze. Ja, ich weiß nur nicht, ob die dann da in dem flachen Becken so gut rüberkommt. Aber vielleicht für den Hintergrund oder sowas. Mal schauen. Die Aflame ist schon ganz cool, ja. Hydrocotyle Tripatita. Ja, ist auch eine gute Idee. So zum Rüberwachsen lassen. Aber ich glaube, ich werde nur den großen Teil, also den linken Teil, wo die Wurzeln, diese Dickwurzeln drauf sind, den werde ich bepflanzen und den rechten Teil werde ich komplett freilassen, also da, wo die kleinen Manzanita-Wurzeln reingehen. Ja, okay. Da ist ein Fischsymbol und ein Batteriesymbol drauf. Ja, wie gesagt, wenn ein Fischsymbol drauf ist, dann kannst du es benutzen, aber es gibt halt auch destilliertes Wasser, wo kein Fischsymbol drauf ist oder wo das Fischsymbol durchgestrichen ist, die halt nicht benutzen. Aber wenn eins drauf ist, dann kein Thema, kannst du machen. Hans Meiser, besondere Moose vielleicht. Ja, besondere Moose. Ja, ich guck mal, was Aquaflora so am Start hat. Butzwalandra Purple Ghost. Ja, hat Aquaflora, glaube ich, auch da. AR, wie kann ich die Gesamtwerte von 12 auf 10 senken und die KH leicht erhöhen? Die Gesamtwerte senken und die Carbonathärte erhöhen. Das habe ich noch nie gemacht. Weißt du das vielleicht aus dem Chat? Wo sind wir dann? Michael Fritter, Finesse. Habe ich irgendwas verpasst? Ich glaube, Michaels Chat hängt ein bisschen, kann das sein? Ich glaube, du bist so 20 Minuten zurück. Blue Shrimp and Fish. Also, du hast Erfahrung damit? Ja, okay, das ist gut. Ja, wenn man halt Probleme hat mit der Flaschenbefüllung, ist natürlich auch blöd. Das ist klar. BTV YouTube. Gibt es einen Unterschied zwischen destilliertem Wasser und Osmosewasser? Ja, destilliertes Wasser ist halt wirklich destilliertes Wasser. Also da ist gar nichts drin. Und bei Osmosewasser ist trotzdem noch ein Rest, also ist noch irgendwas nachweisbar an Stoffen. Wenn ein Fisch im Aquarium stirbt, hat das irgendeinen Nachteil auf das Wasser, die Pflanzen und so weiter, generell fürs Aquarium. Also wenn du den toten Fisch drinnen lässt, dann hat das auf jeden Fall, also ja,
entstehen halt Schadstoff- bzw. so ein Nährstoffüberschuss, wenn ein toter Fisch im Becken drinne liegt über längere Zeit. Deswegen also tote Tiere halt so schnell wie möglich auf jeden Fall rausholen. Aber wenn das Becken groß genug ist, dann ja, kümmern sich meistens die anderen Aquariumbewohner darum, dass der Fisch, der Tote, gefressen wird. Wo sind wir jetzt? Ja, sorry, Michael, ich habe nur gerade gedacht, weil du irgendwas mit Pflanzen verkaufen, ja, ich habe die Mail nicht mehr gefunden. Keine Ahnung. Bertholz Sanders benutzt kein CO2 und bin mit meinen Pflanzen zufrieden. Ja, wie gesagt, es gibt auch Pflanzen, die ohne CO2 wachsen. Das Low-Budget-Becken, was hier steht, ist auch ohne CO2 gewachsen. Nur halt mit CO2 wachsen die Pflanzen halt um einiges besser. Ich habe euch ja letztens mal ein Video gezeigt, wo ich 14 Tage CO2 drangehängt habe und der Unterschied war echt heftig, ja. Also zum mit und ohne CO2. Wie gesagt, Pflanzen wachsen auch ohne CO2, klar. Aber es geht halt natürlich viel, viel besser mit. Rebellion, kann man auch destilliertes Wasser nehmen? Habe ich eben, glaube ich, schon dreimal erzählt. Destilliertes Wasser ja, aber nur wenn das Fischsymbol drauf ist. Und dann auch nicht nur destilliertes Wasser, klar, das muss man dann noch anreichern mit Mineralien. Also nur reines destilliertes Wasser ist, glaube ich, nicht so dolle. BTV YouTube, was ist mit dem großen Becken im Hintergrund? Du bist im Video nicht darauf eingegangen. Hä? Was meinst du damit? Was soll mit dem sein? Das steht da und ist leer gerade noch. Oder welches Becken meinst du? Finnes Fishing. Du musst morgen wieder einen Eimer Pflanzen wegschmeißen. Ja, es geht mir auch immer so, wenn ich schneide. Also jetzt gerade nicht, aber in meinem alten Studio. Ja, also beim nächsten Stream aktiviere ich den langsamen Modus. Ich glaube, ich will lese hier mal ein paar Nachrichten. Wir müssen es doch so einführen, dass jeder ein Euro spendet, der eine wichtige Frage hat. Ach so, Michael. Ja. Ja, wie gesagt, ich sehe das nicht so eng. Wenn ihr Pflanzenüberschuss habt und das euch irgendwie untereinander verkaufen wollt oder verschenken wollt, haut rein, ich habe da nichts dagegen. Solange ihr bei einem anderen Gramm Aquascape, den ihr kauft, ist alles gut. Nick, YouTube, ob ich dir einen Dünger empfehlen kann? Ja klar, unser Natureholic Plant Booster kann ich dir empfehlen auf aquascape.de. Wenn der Michael frisch auf Bock hat, kann er ja mal einen Link reinposten. Ja, Hock, ob du unbedingt Dünger einsetzen musst. Also, wie gesagt, es kommt drauf an, wenn die Pflanzen gut wachsen, bis zu einem gewissen Grad geht es. Wenn Nährstoffe im Becken vorhanden sind, wenn du irgendwelche Defizite hast, solltest du natürlich nachdüngen. Sevix, ob man zu viel Licht in meinem Aquarium haben kann, unabhängig von den Fischen. Ja, kann man auch. Also, ich hatte mal ein Becken. Das war so ziemlich in der Anfangszeit. Da hatte ich eine kalt-weiß-Meerwasserleuchte mit, boah, ich glaube, 15.000 Kelvin oder so drüber. Da hat man halt auch gesehen, dass die Pflanzen, was oben waren, ja regelrecht verbrannt oder so ausgeblichen sind. Aber wie gesagt, die hat halt ordentlich Power gehabt. Das war eine Metalldampflampe. Aber in der Regel, die LEDs und sowas, nö, da geht's eigentlich. Die haben nicht so viel krass Power, dass man die Pflanzen verbrennt dadurch. Was mit dem Amtra-Becken ist. Ja, wie gesagt, das Amtra-Becken, das werde ich demnächst irgendwann mal einrichten. Und das wird aber ein Becken für eine, ja, für irgendeine Meisterschaft, entweder für die Chips oder für IAPLC oder sowas. Ja. Da werde ich aber auf jeden Fall auch ein Video machen. Ihr wisst ja, das Video, das Becken, das fertige, darf ich ja dann noch nicht zeigen, aber vom Hardscape aufbauen und sowas ist kein Thema. Da können wir dann
auf jeden Fall ein Video machen oder mehrere Videos. Aber wenn das Becken dann halt läuft, dann muss ich das auch im Stream irgendwann dann später abdecken. Wisst ihr ja, sonst wird man ja disqualifiziert. Antworten gibt es nur mehr gegen Spenden, was? Mario Jünger. Erstmal Tobi, vielen Dank für die Spende. Gizmo, du kriegst sogar Leckerli. Du kannst aufhören, deinen Knochen da unten zu lutschen. Komm her. Ah, damit du nicht verhungerst, armer Hund. Danke, Tobi. Jetzt bin ich hier ein bisschen verrutscht. Hast mich ganz aus dem Konzept gebracht. Vorhin waren noch irgendwelche Fischfragen. Da könnt ihr jetzt Tobi fragen. Der hat bestimmt Zeit und beantwortet euch die. Mario Jünger, Zeit wird es, dass Friseur wieder aufmachen. Ja, definitiv, ey. Ich sehe aus wie ein Wischmopp. Ohne Scheiß. Ich bin schon kurz davor, mir selbst die Haare zu schneiden, aber ich glaube, ich lasse es lieber. Ah, ja, Stängelpflanzen wachsen bei mir gut, aber wenn ich die CO2-Anlage anschließe, werden die Abstände zwischen den Blättern zu groß. Kann das Lichtmangel sein? Boah, die Abstände zwischen Blättern werden zu groß, wenn du die CO2-Anlage anschließt. Das habe ich noch nie gehört. Stubi 82, ja, zu viel Licht begünstigt Algen, klar. Aber ich glaube, er meint jetzt darauf bezogen, ob es für die Pflanzen zu viel Licht gibt. Jako, ja, wenn du dein Licht anmachst und sich die Fische hinten verstecken, ist bei manchen Fischen normal, weil die halt ja, eher dunklere Atmosphäre haben wollen. Genau, Hans Meiser, Licht ist wie ein Gaspedal. Tim Herwig, wie wäre es mit einer Tonia Fluitanz? Tonina Fluitanz, boah, was war das nochmal? Habe ich auch schon mal gelesen auf der Liste. Kann ich mal bestellen, ja. Vielleicht spenden wieder alle für Gizmo. Ja, der arme Kerl, der muss hier unten schon sein. Was isst du da überhaupt? Gizmo, was frisst du da? Ich glaube, das ist ein Schweinefuß oder so. Irgend so ein Kram. Tobi trägt noch Kappe. Ey, ohne Scheiß, ich bin auch kurz davor, nur noch hier Kapuze zu tragen, ja. Und geht gar nicht mehr. Mario Jünger, Quatsch, du machst das auch selbst. Ja. Ja, okay, wenn ich im nächsten Stream mit einer Glatze hier sitze, dann habe ich selbst probiert. Ey, das ist schon wieder hier alles übersprungen. Was, hab das gleiche Leckerli? Hier. Alle Kisten schon ausgekramt und gefilmt. Was für Kisten? Das Video war doch schon, oder Tobi? Mit dem Heizer aus Italien, wo du dich gefragt hast, wo er herkommt. Aus Brasilien natürlich. Wie kann man vermehren, dass sich Guppies verhindern? Wie kann man verhindern, dass sich Guppies vermehren? So rum. Ja, wenn du entweder nur Männchen oder nur Weibchen reinsetzt. Ansonsten halten die sich nicht so an Abstandsregelungen, wenn du die vorgibst. Nächster Livestream: Haare schneiden mit einer Welfschere. Das wäre mal eine Challenge, oder? Da hättet ihr bestimmt Bock drauf, ne?
Hans Meiser, du glaubst, dass ich mehr weiß über Fische als du oder du nur Garnelen hast. Ja, wie gesagt, Fische ist so eine Sache. Ich habe zwar im Zoofachhandel gearbeitet, ich habe auch mal ein Paragraph 11-Schein, aber so, pff, ich bin schon zu lange raus da aus der ganzen Materie. Bin eher so Pflanzen. Was denn so Männer-WG? Ja, genau, Ulrike. Nur Männchen reinsetzen, keine Weibchen von den Guppies, dann pflanzen die sich auch nicht fort. Also sie versuchen es zwar, aber schaffen es nicht. Mario Jünger, ob es verschiedene Rotala Hara-Sorten gibt. Man findet immer nur die Hara, Vietnam, Hara, Bialay oder das. Wisst ihr was? Ich bestell mal alle Rotala Arten, die es bei Aquaflora gibt, und dann zeige ich euch die mal und zeige euch mal den Unterschied davon. Das ist doch mal eine Idee, eine Video-Idee, oder? Was haltet ihr davon? Hans Meiser, ja, wenn du so kurze Haare hast, dann geht das natürlich easy going. Aber bei mir ist es ein bisschen länger. Also, ja, wenn du schon beides an Guppies hast, dann würde ich sagen, hol dir noch ein Aquarium und trenn die Guppies. Also, kauf dir noch ein Aquarium und mach eins für die Männchen, eins für die Weibchen. Nee, Spaß. Guck halt, dass du so vielleicht irgendwie im Bekanntenkreis loskriegst oder getauscht bekommst oder so. Oder, Frage an Tobi, was kann man zu Guppies dazusetzen, dass es den Nachwuchs wegfrisst? Das sind irgendwelche kleinen Buntbarsche oder sowas. Ich glaube, Schmetterlingsbuntbarsche kann man reinsetzen, die fressen den Nachwuchs weg. Irgendwas Räuberisches mit reinsetzen. Stubi, ja, mir geht's genauso. So Aquariensachen. Wie gesagt, ich habe meine Sachen damals vom Studio oder den Umzug aus dem alten Laden, habe ich alle bei meinen Eltern zwischengelagert und ja, ich habe da einen kompletten Kellerraum, ja, blockiert, wo meine ganzen alten Sachen drin stehen. Aber ich habe denen versprochen, dass ich das ja nichts auflöse, weil die brauchen ihren Platz im Keller wieder. Ich habe mir da überlegt, wenn es wieder wärmer wird und der ganze Corona-Gedöns vorbei ist, mache ich einen Flohmarkt oder sowas, so einen Aquaristik-Flohmarkt. Was haltet ihr davon? Können wir vielleicht auch online machen sogar. Ist das normal in der Einlaufphase? Meine Pflanzen werden erstmal braun. Danach reißen sie ein bisschen. Was? Reißen die ein bisschen, als jemand geknabbert hätte? Ja, die Pflanzen stellen sich in der Einlaufphase um, von Submers auf Emers. Aber ja, es passiert halt. Gerade bei Kryptogorien oder sowas kann es auch sein, dass die sich einmal komplett auflösen und dann wieder kommen. Rotala Pearl, ob es die eigentlich noch gibt als Topfware. Ey, habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber ich bin auch auf der Suche danach. Ich kann mal bei Aquaflora nachfragen, ob sie die noch haben. Tobi ist der Fischexperte. Der Gärtner, was der Gärtner war es? Lars. Hallo Sascha, hat mal ein Abo da gelassen. Vielen Dank. Kuss geht raus. Mich würde interessieren, wieso dein Tagesablauf aussieht als Aquaartist. Ja, also die eine Stunde seht ihr jetzt auf jeden Fall schon. Ich sitze hier vorm PC und streame. Ja, aber so einen Tag, meinen Tagesablauf, ja, können wir mal verfilmen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Wobei der momentan eher etwas langweilig ist. Obwohl, ja doch, an einem Wochenende, wenn ich vielleicht zum Thomas fahre und so und dann ein Video schneiden. Aber wie gesagt, mein Tag besteht eigentlich nur aus entweder für aquascape.de arbeiten, also Shoppflege und so weiter und so fort. Oder Video schneiden, mit dem Hund rausgehen, Livestreamen, Video filmen.
Aber wie gesagt, ich kann da mal ein bisschen was zusammenschneiden, so ein Durchschnitt von der Woche vielleicht. Online, ja, sonst. Nein, hä? Ach so, Michael, ja, ist ein bisschen weit nach Österreich. Christian Federer, ach, du bist ja auch im Chat, habe ich ganz vergessen. Noch ein Fischspezialist. Christian, falls du ein bisschen Werbung machen willst für deine Zucht, weil Christian Federer züchtet auch Fische, kannst du jetzt hier gerne tun. Frank Weinhardt, schönen guten Abend. Ja, Flohmarkt wäre cool. Ja, okay, dann gucken wir mal. Wie gesagt, ja, der Situation bedingt momentan ist es halt ein bisschen schlecht, so einen Flohmarkt zu machen, aber es wird ja bestimmt auch wieder besser und es wird auch wieder wärmer und dann werden wir sowas mal machen. Dann können wir ja einen stationären machen, wo ich Sachen anbiete und dann können wir das Ganze noch vielleicht nochmal online machen. Oder wir machen es im Livestream oder sowas, keine Ahnung. Ich muss mir da mal was überlegen. Christoph Kupf, welche Aquariengröße ist am besten, wenn man Scapen üben will, ohne dass das Becken zu klein ist? Um zu üben, also Hardscape aufzubauen und sowas, bau dir am besten ein Dojo. Also, keine Ahnung, nimm dir eine Holzkiste, 60x40 oder sowas, oder 90x50. Füll da Sand rein, also mach die so hinten. Ich weiß vielleicht, was ein Dojo ist. Eine Sandkiste. Und da kannst du drin üben. Da brauchst du kein Becken. Ansonsten, beste Beckengröße, was ich finde, ist halt 90p, 90, 45 cm. 90, 45, 45. Hans Meiser, muss ich echt mal ein größeres Becken holen, möchte bald wieder Fische haben. Ja. Wobei kleine Becken auch cool sind. Sevi, kennst du dich mit Butzelwalandras aus? Ich wollte mir eine Butzelwalandra Red holen, aber ich sehe manche, die komplett rot sind und manche, die mehr grün als rot sind. Woran kann das liegen? Bei den Butzelwalandras ist es halt so komisch. Manchmal, ja, entweder werden die zu hell gehalten oder es hängt von den Standorten ab. Bei den ganzen Butzelwalandras blicke ich schon gar nicht mehr durch, was da wirklich welche Sorte ist, ja. Aber das mit der Färbung kann mit der Haltung zu tun haben. Wenn die zu hell gehalten werden, werden die eher ein bisschen blasser. Und wenn die richtig dunkel gehalten werden, also bei Wurzelandras, wenn die komplett unter Moos sind, also gar kein Licht abbekommen, wachsen die eigentlich so mit am besten. Mods können sich von meinem Keller was aussuchen. Ja, können sie, auf jeden Fall. Tobi, was machst du mit deinem Geschäft neben Streamen und Schneiden und Filmen? Was machst du mit meinem Geschäft neben Streamen, Schneiden und Filmen? Hä? Was für ein Geschäft? Richard Balz hätte gerne das Aqualudarium. Ja, können wir dann drüber reden. Suen, 92, guten Abend. Also Christian Vetter hat momentan nur Corridoras am Start. Das heißt nur. Pflanzen sollen Hardscape alles nicht teuer, aber 20 Liter wirken. Ja, wie gesagt, Bananos kannst du auch öfters mal neu machen, ohne dass es gleich ins Geld geht. Das stimmt schon. Finnes Fish in Germany. Hast viele Butzen, nur Red, aber viel. Ja, dann schließt das doch mal kurz irgendwie auf Instagram oder so. Tim Herwig, wie das Anubia Snow White laufen? Das ist heute gerade eine, hat sich gelöst vom Stein. Ich hole die mal kurz raus und halte die mal in die Kamera. Moment. Na komm. Kennt man das? Ja, ich glaube, die Kamera zieht nicht scharf. Also, die sehen auch so aus, wie wo ich sie gekauft habe und eingesetzt habe. Ich muss jetzt nur wieder reintun. Also, ich habe weder im Wachstum noch ja,
in irgendeiner Art und Weise was gesehen, was sich verändert hat. Die sind noch genauso wie aus der Packung. Michael Frischhoff hat 26 Kilo Steine mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause geschleppt. Digga, was ist los mit dir? Was, warum? Warum lässt du die nicht schicken? Wie hast du das gemacht? Im Rucksack oder was? Sechsundzwanzig Kilo Steine. Ja, was haben die Leute gedacht? Kam schon eine Durchsage. Achtung, Steinewerfer in der Regionalbahn. Florian, die Butzen sind einfach aus Plastik. Ja, genau, die sind aus Plastik. Könnte man meinen, ja, die haben sich halt, wie gesagt, echt nicht verändert. Ich soll mal versuchen, die Anubias weit emers zu halten. Ja, stimmt, eigentlich könnte ich die mal in das Paludarium oben reinsetzen. Das wäre eigentlich eine Idee. Ja, Michael, ich glaube, das mache ich mal. Die setze ich in das Paludarium da oben rein. Dann gucken wir mal, ob die emers wächst. Muss ich aber langsam umstellen. Wobei, da kommt ja auch immer Nebel runter. Ich denke mal, das passt schon. Mit der Schubkarre in der Bahn, jawohl, ja. KW, moin. Michael, hoffentlich mit Maske, mit Skateboard und Tour drauf. Ja, alles andere führt wahrscheinlich zur Verhaftung, wenn du damit 26 Kilo Steine durch die Gegend läufst. Mach das mal in Frankfurt, da wirst du direkt verhaftet, ey. Rebellion, kann man eigentlich Korkenzieher weiter. Korkenzieher Haselnuss verwenden? Ja, klar, die kann man verwenden. Macht schon richtig gut im Aquarium. Musst aber gut durchtrocknen lassen, weil wenn du die frisch reinmachst, kriegt die neue Triebe und wächst halt unter Wasser weiter. Ach, sind bei euch in Österreich auch nur FFP2-Masken erlaubt? Bei uns hier auch. Aber ich muss mir gerade Michael vorstellen hier mit mit 26 Kilo Stein. Ja, Tobi, darauf wollte ich hinaus mit 26 Kilo Stein, aber die anderen Steine. Kann man eigentlich ein Wabikusa auch zu nass halten? Geht dann das Moos und die Pflanzen kaputt? Ja, wenn du es zu feucht hältst, weiß die Pflanze nicht, ob sie sich auf Ehmers oder Submers umstellen soll und dann geht die auf Submers und hat aber trotzdem zu wenig Power, um weiter zu wachsen. Also es kann auch zu feucht sein, klar. Hans Meiser, Bayern ist anders. Ja, hier ist sowieso alles anders. Unser Södolf hier. Ja. Ja, also wie gesagt, Rebellion, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen. Hans Meiser, ich bin gebürtiger Frankfurter. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, genau. So sieht's aus, Tobi. Ja, ich bin ja von, wie gesagt, ich bin in Frankfurt groß geworden, in Fechnheim, falls das jemand kennt. Ja, und bin dann Richtung Hanau und dann immer weiter Richtung Bayern. Ja. Wieso nur? Ja, warum nur? Keine Ahnung. Wo kommst du eigentlich her, Hans Meiser? Jetzt sag nicht Offenbach.
Ich dachte schon wieder irgendwas überlesen. Ne, haben wir alles. Das nennt man Frühstück. Du wohnst bei Frankfurt. Aha, also doch Offenbacher. Stimmt, sonst wär's nicht nach Hanau gekommen. Ja, okay. Sicher, dass es nicht Offenbach ist? Fechnheim war auch nah an Offenbach, das war genau neben dran. Spielst du etwa auf das Video an, das Dietzenbach-Video? Mel Green, du wohnst in der Holle. Jawohl. Der ist auch gut, ja. Einmal kurz rüberfahren, ne? Über die Grenze. CGN. Darf man das Wasserwechsel. Was darf man beim Wasserwechsel das Wasser in einem Eimer tun, wo schon mal Hausmittel drin war? Würde ich dir nicht empfehlen. Nimm lieber einen neuen Eimer. Hey, Namensvetter, Sascha Bukittix. Jetzt erwischst du mich auch mal live. Servus. Fast alles grün, ja, genau. Der war gut, Tobi, der war gut. Alles funktioniert nicht, das habe ich schon mal ausprobiert. Also jetzt nicht so, sondern als ich in Holland war. So, haben wir noch irgendwas überlesen? Nee, haben wir nicht. Hast du dir Quarzkies bestellt, ob du den unbedingt waschen solltest? Das kommt drauf an. Der Quarzkies, der staubt halt ein bisschen. Ich würde ihn vielleicht ein, zweimal durchwaschen. Ach genau, Michael hat mir sein Harzgelb gezeigt. Sind es übrigens die Steine, die du geschleppt hast? Nee, das sind wahrscheinlich nicht die Steine, oder? Moment, ich zeige euch mal ganz kurz Michaels Hardscape. Ihr müsst jetzt mal eure Meinung dazu abgeben. Kleinen Augenblick. Und haltet euch ruhig weiter. Ich muss erstmal kurz hier schauen, wo er ist. Michael Frischauf, da ist er. Muss ich mal ein bisschen größer machen. So. Ach, du hast jetzt noch mehr geholt. Gut, dann zeige ich euch jetzt mal Michaels Hardscape. Also, nee, ich sage jetzt noch nichts dazu. Schaut ihr es euch mal an. Ich habe heute voll den Sprachfehler, ich muss noch was trinken.
Schaut ihr es euch erstmal an und gebt ihr mal euer Feedback dazu. Und Michael natürlich abonnieren, nicht vergessen, auf Instagram. So, haut mal eure Meinung raus. Und was sagt ihr? Michael, Manu, muss ich erst schon jetzt einen Gruß holen. Grüße aus dem Saarland. Nein, ich verkneife mir jetzt die Saarlandwitze. Ja, Tobi. Findest du, es könnte etwas größer sein? Du meinst noch etwas höher, Hans Meiser? Okay. Ja, wie gesagt, soll ein Paludarium werden. Andreas Bürsch, was das für ein Gitter ist, das ist eine Lichtrasterplatte extra für Aquaristik, glaube ich, oder Michael? Dient halt dazu, dass die Bodenplatte geschützt ist. Früher habe ich selbst alle dazu gebracht, jetzt musste ich selbst hin. Könnte Karma sein, ja. Ich habe mich auch immer über Bayern lustig gemacht. Das schwarze Gitter. Genau. Kai sagt, warum Deutschland? Grüße aus der Türkei. Was machst du in der Türkei? Die Lampe ist eine Kessel. Ah, genau. Ach, die Lampe. Ach, das ist so ein Nachbau. Ah, lol. Auch nicht schlecht. Plant Fish Tanks. Servus. Hat die Lampe auch so einen, so diesen Streuwinkel von der Kessel? Also ich finde es auf jeden Fall echt schön. Wenn jetzt noch ein paar mehr Steine drin dazukommen, noch 26 Kilo, dann wird das Ganze dann natürlich noch ordentlicher. Die 26 Kilo Steine rein, keine Ahnung. Ja, die vom Kessel hat halt einen krassen Abstrahlwinkel und diesen Wasserflimmer-Effekt halt. Versuche das mal ein bisschen weiter ran zu zoomen hier von Michael. Geht das? Ich glaube, jetzt erkennt man es noch ein bisschen besser. Vielleicht kriegen wir das ja noch größer. Versuchen wir es mal. Geht sogar noch größer.
Kaiser kam, du bist beruflich, kommst am Sonntag wieder. Ja, nice. Die wollen jetzt komplettes Reiseverbot machen. Ist das dann eigentlich auch beruflich? Wenn du beruflich weg musst, darfst du dann auch nicht mehr reisen? Weißt du das? Der Aquariumliebhaber, was ist eine UVC-Anlage? Kannst du die für das Aquarium empfehlen? Wie ein Innenfilter. Achso, was für eine UVC-Anlage ich dir empfehlen kann. Guck mal bei uns im Shop, da ist so ein Innenfilter-Ding von. Boah. Oh, wie heißen sie denn? Da gibt es auf jeden Fall nur eine. Und die ist ganz gut, wenn du die für kleine Becken haben willst. Von Aquarell. Andere Hintergrundfolie. Ja, ich würde auch Milchglasfolie nehmen, aber ich glaube, das steht einfach nur. Da steht das nicht nur vom schwarzen Hintergrund. Also Michael, ich würde Milchglasfolie nehmen. Bei einem Paludarium. Ja doch, Milchglasfolie wäre schon cool. Wie viel Wasser willst du reinmachen, Michael? Zur Hälfte oder? Ja, nur so, dass die Steine bedeckt sind. Ja, stimmt, da könntest du eigentlich auch recht haben, dass der Farbkontrast zu den Pflanzen besser ist, wenn eine schwarze Folie dran ist. Ja, es kann schon sein. Lass erstmal die schwarze dran, mach die Pflanzen rein, dann schauen wir uns das nochmal an, würde ich sagen. 15 bis 20 cm Wasser, also so, dass die Steine so gerade knapp bedeckt sind, oder wie? Aquariumliebhaber, ja, den 500 UV Power, den meine ich. Ich glaube, ich muss dir die Lampe auch mal angucken. Wenn der Bodengrund schwarz ist. Es kommt auch immer darauf an, wie das Layout dann ist. Also beim schwarzen Bodengrund, schwarzer Hintergrund ist. Kann gut aussehen, muss aber nicht. Also ich benutze eigentlich so gut wie immer Milchglasfolie als Hintergrund, weil man da die meisten Möglichkeiten hat. Silvix, wie das mit dem Nitritabbau im Aquarium mit Lufthebefilter funktioniert. Das biologische Filtermaterial ist ja eigentlich im Schwamm dann drin, da sind ja die Organismen drin. Also wie gesagt, die Biologie ist in dem Filter drin, in dem Filterschwamm drin. Was würdest du sagen, wenn. Achso, das hatten wir schon. Ja, Michael, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Was soll da überhaupt an Besatz dann rein? Hast du dir schon was überlegt? Aquariumskelett, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen. Ja, wie gesagt, Milchglasfolie hat eigentlich so ja, die beste Wiederverwendbarkeit. Was heißt Wiederverwendbarkeit? Also man kann das meiste draus machen. Henning M. Hi Sascha. Da du meinen Namen falsch geschrieben hast, musst du 5 € bezahlen, um eine Frage zu stellen.
Ich habe den Lüfter rausgemacht. Bei 4 Stunden Laufzeit wird sie nicht wärmer als 48 Grad. Kaiserbaum, nein, habe zum Glück noch einen Test in der Türkei machen und in Deutschland und auch an. Ach so. Ja, okay, dann. Aber wie gesagt, ich habe jetzt irgendwie gehört, dass du komplett gar nicht mehr reisen darfst. Deswegen hat mich das gewundert. Aber ich glaube, wenn du dann einen negativen Test hast, kannst du wieder einreisen oder so. So, habt ihr alle Michael abonniert auf Instagram? Folgt ihr ihm jetzt alle? Dann seht ihr mich jetzt wieder in voller Pracht. Guten Tag. Erdbromelien? Erdbromelien? Kenne ich gar nicht. Landteil, Terrapflanzen. Ah ja, wie gesagt, ich bin gespannt, Michael. Ich bin gespannt. Ich weiß, wenn man nur den Filter kauft, also muss man noch extra. Der Aquariumliefer. Bei dem Filter ist alles dabei, ja. Die UVC-Röhre, die solltest du halt nur nach. Ich glaube, einem halben Jahr bis einem Jahr Betrieb solltest du die halt wechseln und halt auch nicht im Dauerbetrieb laufen lassen, die UVC-Lampe, weil die halt auch Bakterien abtötet. Schickst mir später mal den Link von der Lampe. Ja, mach das mal. Wello, ich grüße Bella aus Berlin. Ah, okay. Goofy van Dampf, moin, seit wann bist du online? Seit 7. Oh, jetzt ist hier gerade. Ach, die Aquarien sind ausgegangen. Tracker XX. Tja. Nee, das sage ich jetzt nicht. Ich glaube, der kriegt mal stille Treppe. Nee, entfernen wir ihn komplett. Online. Nee, noch nicht. Moment, ich suche jetzt. Hä? Schwer verpasst. Oh, ja. Ja, 300 Sekunden Timer, das hätte man auch geben können, aber. Ich glaube, ich weiß schon wieder, wer das ist. Und den brauchen wir hier nicht im Chat. So. Haben wir schon wieder über eine Stunde rum. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, dann haut sie jetzt raus, weil so lange wollte ich halt nicht mehr machen. Also wir sehen uns ja spätestens am Samstag wieder. Kann man einen Aquascape mit Bio-CO2 machen? Klar kann man das, habe ich auch schon gemacht. Anscheinend kommen keine Fragen mehr. Doch noch. Wie lange kann man den Filter laufen lassen, wenn es um Weißbündchen ist? Wie lange man den Filter laufen kann, um die Weißbündchenkrankheit zu bekämpfen? Du meinst den UVC-Klärer, um die Weißbündchenkrankheit. Ich weiß gar nicht, ob UVC gegen Weißpünktchen hilft. Weiß das jemand aus dem Chat? Chat? Mein Becken in Woche 5 hat immer noch extrem viel Kalium.
was extrem mit Kaliummangel zu kämpfen. 180 Liter Volumen eingebracht. Jetzt 18 der Amazonia, Volcano Mineral, meine Pflanzen zeigen immer noch Kaliummangel. Ja, Henning, dann dosier doch einfach mal Kalium nach, wenn du Kaliummangel hast. Hol dir am besten den Ninjaholic K-Booster. Wenn du zu wenig CO2 im Becken hast, könntest du einfach eine zweite bauen. Ja, das stimmt. Also du kannst auch mehrere Bio-CO2-Anlagen dranhängen. Habe ich auch schon gemacht an einem 240 Liter Becken. Bei Kaliummangel hilft Birnenholz. Habe ich auch noch nicht gehört. Maike hat ein Abo dagelassen. Bei Michael. Sehr gut. Bist schon bei 15 Milliliter und stoßt auf. Hä? Ach so, ja, wenn du Soll drin hast, das sollte ich vielleicht schon dazu sagen. Soll tut das Kalium auch irgendwie auflösen oder verdrängen. Was für einen Test benutzt du denn? Paludarium im Hintergrund kann man noch nirgends kaufen. Das ist nur ein Prototyp, ist noch alles in der Testphase. Kommt aber demnächst auf den Markt. Stefanie Rieber, was ich von Diskussen halte. Schöne Fische, aber nicht meins. Wie lange man den UVC-Filter am Stück dran lassen kann. Wie gesagt, du kannst ihn ein paar Wochen laufen lassen, ununterbrochen. Aber wie gesagt, ich würde ihn dann irgendwann wieder ausmachen, weil das halt auch auf die Filterbakterien geht und auf die Nährstoffe im Wasser. Die werden auch zerschossen dadurch. Ja, Henning, ob ich mal ähnliche Erfahrungen gemacht habe, dass soll sich nicht sättigen. Ja, wie gesagt, probier es mal mit Kalium, dass du halt ein bisschen mehr reinballerst, ob du deine Werte ein bisschen hochkriegst. Aber bist du ganz sicher, dass es Kaliummangel ist? Kaiserkau in Deutschland, wie mein Laden läuft, der läuft gut. Also Online-Shop, falls du den meinst. Meine Lieblingspflanzen, wie gesagt, ich habe viele Lieblingspflanzen. Mein pH-Wert ist extrem hoch. Was kann ich machen? Meine Wasserwerte, KH2, GH5, pH 8,5 Leitwert, Tröpfchentest. Ja, mit der CO2-Anlage ein bisschen regulieren. Dann geht der pH-Wert entweder nach oben oder nach unten. Henning M. Ja, dann ey, hol dir mal von JBL diesen Kaliumtest und mess mal das Kalium. Weil wenn du so viel dosierst, ist es eigentlich, ja, so viel kann eigentlich gar nicht verschwinden. Ich habe mein Aquarium schon seit 4 Wochen am Laufen, nur Pflanzen bis jetzt. Sollte ich schon anfangen zu düngen? Wenn ja, welches Produkt würdest du mir empfehlen? Wenn du es jetzt 4 Wochen laufen hast, könntest du theoretisch schon anfangen zu düngen. Ich weiß nicht, ob du Soll drin hast oder nicht, ob du CO2 drin hast oder nicht. Aber im Prinzip, wenn die Pflanzen anfangen zu wachsen, verbrauchen sie natürlich auch Nährstoffe, dann kannst du auch schon anfangen zu düngen. Und als Dünger empfehle ich dir von Natureholic den
Ja, NPK-Dünger vielleicht für den Anfang. Vielleicht kann Michael nochmal einen Link reinsetzen. Wellow, was für Fische für 150 Mal mehr Wasser empfehlen? Mehr Wasser, keine Ahnung mehr. Riders ist eine GH4 knapp 6 aus der Leitung für Karadiner Logomani geeignet oder zwingend. Ey, mit Garnelen, ich weiß, ich habe Farshad im Chat ist. Garnelenhaltung bin ich auch kein Experte. Da mal bei Garnelio nachfragen. Meine Lieblingsstängelpflanze ist die Hygrophila pinnatifida. Ah, genau, bei Michael gibt es übrigens auch ein Gewinnspiel. Er hat jetzt 1000 Follower geschafft und hat da ein Gewinnspiel gemacht. Schaut mal bei ihm auf Instagram auf jeden Fall vorbei und macht alle mit und abonniert ihn, folgt ihm. Seemandelblätter senken auch den pH-Wert. Ja, das stimmt. Boah, er schreibt schon wieder viel zu viel. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ah, genau. Vielen Dank, Christian Vetterer. Christian Vetterer. Christian Vetter. Großen Puffer durch KH. Eichenextrakt, Huminsäure, ja. Wassertests können auch ablaufen, da zeigen sie gar nichts mehr an. Oder falsche Werte zeigen sie auch an, wenn sie abgelaufen sind. Levins Fischwelt, Teststreifen sind nicht zu empfehlen. Da hast du recht, da sind die Werte viel zu ungenau. UVC und Garnelen nichts gut. Ja, könnte schief gehen. Ich habe nur normalen Kies und halt Nährboden. CO2 habe ich momentan auch nicht. Aber ich werde mir die Natureholic-Dinger mal anschauen. Danke für die Antwort. Bitteschön. Danke für die Aufklärung, Christian. Ups. Levins Fischwelt, ob ich mir meine Ideen aus der Natur hole? Ja, größtenteils. Also sollte man soll mir in Woche 5 nicht mehr die Menge an Kalium und Magnesium aus dem Wasser saugen und einlagern, dass die Pflanzen mangeln? Theoretisch nicht nach 5 Wochen. Bitte schön, Henning. Sehr gut, Michael. Genau, da ist das Gewinnspiel von Michael nochmal im Chat drin. Mareike, schönen Abend, gute Nacht. Michael, du hast mich irgendwas gefragt wegen dem fertigen Hardscape am Samstag. Ja, ich kann auf jeden Fall am Samstag mal das fertige Hardscape zeigen. Ich denke mal am Sonntag in dem Video werde ich auch das fertige Hardscape nochmal zeigen. Also wie gesagt, Samstag vielleicht auch schon mal vorher. Und ja, dann. Genau, jetzt am Donnerstag kommt übrigens ein Video von Thomas und mir über Schwimmpflanzen. Alles über Schwimmpflanzen. Auf keinen Fall verpassen. Ja. So, ihr habt hier gerade die Diskussion wegen UVC-Klärer und Garnelen.
Ich hatte da auch mal irgendwas gehört, dass es nicht so gut ist, dass es halt ein paar Nährstoffe killt, die die Garnelen brauchen. Aber wie gesagt, genaueres weiß ich davon auch nicht. Ja, was wollen wir am Samstag im Stream machen? Wieder nur Q&A oder? Wir können uns auch noch ein paar. Wir können uns theoretisch ein paar Videos von mir damals angucken. Frühere Videos, also so ein paar frühere Videos. Zum Beispiel da, wo ich in China auf dem Chinamarkt war oder sowas. Hattet ihr da Bock drauf? So mal so ein bisschen vorzuplanen für Samstag vielleicht. Okay, cool, dann machen wir das am Samstag mal. Was denn wieder? Ja, wie gesagt, da kriege ich wieder Probleme mit YouTube. Wir könnten das ja mit Cola machen oder so. Ja. Wir schauen mal. Cola aus der grünen Flasche mit dem Hirsch drauf, oder was? Ah, genau, dass man mit. Die Weißblütchenkrankheit, die Schwärmer killt um den ja, mit dem Lebenszyklus mit der Temperatur höher drehen. Und das Licht ausmachen, glaube ich, ne? Da war doch irgendwas. Oder das Licht ausmachen ist nur deswegen wegen dem Medikament, dass das besser wirkt. Ja, das wäre lustig. Da müsst ihr aber alle mittrinken dann. Antennenwälze bei mir nicht, aber bei Garnelio gibt es Antennenwälze. Ich habe nur eine kleinere Auswahl an Fischen bei mir im Shop drin. Also, was so für Scaping halt üblich ist. Aber Antennenwälze habe ich keine drin. So, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag wieder. War sehr geil, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Und ja, habt einen schönen Abend. Und wir sehen uns am Samstag, beziehungsweise Donnerstag gibt es ja ein neues Video. Nicht vergessen. Und ja, macht's gut, Leute. Schönen Abend noch.